Moin Moin Freunde, hier ist Kochen und Backen mit Ariel oder Ariels Hausmannskost, wie auch immer. Heute mache ich mit euch Weihnachtskekse. Ja, das hat noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten, 4 Wochen. Aber wir zum Beispiel auf der Arbeit, wir müssen jetzt nächste Woche damit anfangen, weil wir müssen noch 100 Tüten fertig machen für unsere Gäste und wo wir Essen hinschicken oder für die Teilnehmer, wie auch immer. Und da wir das alles nebenbei machen, müssen wir jetzt nächste Woche damit anfangen. Am nächsten Sonntag sowieso der erste Advent ist, passt das dann sowieso dazu. Das ist ein gelingsicherer Teig. Ganz einfach, 1-2-3-Prinzip. Verfeinern könnt ihr ihn immer nach eurer Wahl. Dicker und dünner machen könnt ihr ihn auch. Aber das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist der Spaßfaktor. Und wenn ihr das mit euren Kindern macht oder wie auch immer, ich habe es mit meinen Kindern auch früher gemacht, das hat immer Spaß gebracht. Küche sah chaosmäßig aus, aber das ist eine andere Sache. Einen künstlerischen Preis werde ich damit nicht gerade verdienen, ne? Das ist aber auch nicht meine Ambition. Eher so ein bisschen das Handwerk, also dass der Teig gelingt, dass man richtig backt oder sonst was, kommt auch immer auf den Ofen drauf an. Auf jeden Fall lohnt sich das nachzumachen und Spaß dabei zu haben. Das ist ein fast 5 Jahre alter Film, den ich nur ein wenig ausbessere. Alles andere bleibt, weil verändern werde ich sowieso nichts daran. Der Teig ist perfekt für den Anfang, wie ich das vorhin schon sagte, und lohnt sich auf jeden Fall nachzumachen. Und zum Schluss verlinke ich euch nochmal meine weihnachtliche Playlist, also wie Entenkeulen, Gänsebraten, Entenbraten, also alles rund um Weihnachten, was man super gut vorbereiten kann, weil ich das sowieso ein bisschen anders mache. Ich köchel das alles ein wenig und dann habe ich auch immer eine schöne Soße, also, und das ist für mich immer das Wichtigste mit dabei. Dann mache ich jetzt als nächsten Film nochmal irgendwie konfierte Gänsekeulen. Muss ich mal sehen, wann ich das mache. Ne? Richtig schöne, feine Sache. Und der Vorteil bei den ganzen Sachen, ne, ist einfach, dass ihr, oder bei den ganzen Gerichten, ist einfach, dass ihr das schon wunderbar vormachen könnt und dass ihr dann Weihnachten keinen großen Stress mehr habt. Das ist eigentlich noch der Gedanke dabei. So, genug geschnackt, jetzt fangen wir erstmal an mit unseren Weihnachtskeksen. Und zwar machen wir erstmal den Grundteig. Und aus diesem Grundteig machen wir dann ganz normale Weihnachtskekse oder Linzer Plätzchen oder ein Schokorollen oder gibt so viele Sachen. Wir machen jetzt erstmal den Grundteig. Jeder hat da so sein Ding. Ich sage euch mal einfach, wie ich ihn mache. Das ist das ganz normale 1-2-3-Prinzip, was man dort so Koch auch so lernt. Bäcker lernt bestimmt noch ein paar andere Sachen oder Konditor dazu. Das ist, was man auch ganz oft verwendet, auch so in den ganz normalen so Küchen, weil das schnell, einfach ist und auch schmeckt. Und zwar folgende Zutaten. Deswegen 1, 2, 3. Ein Teil Puderzucker, zwei Teil Butter, drei Teil Mehl. In diesem Fall haben wir 100 Gramm Puderzucker, 200 Gramm Butter und 300 Gramm Mehl. Dann haben wir eine Prise Salz, habe ich gleich schon reingemacht. 2 bis 3 Esslöffel Zucker. Ich habe 3 genommen, definitiv. Die mache ich mir rein, auch schon mal. So, und dann nehme ich noch ein Ei. Möchtet ihr den Teig richtig mürbe haben, dann lasst ihr das Ei weg. Zum Kneten und so behaupte ich mal, da geht das mit dem Ei dann noch ein bisschen so einfacher, weil der ein bisschen elastischer ist. Aber wie gesagt, wenn ihr ihn so richtig so mürbe haben möchtet, auf jeden Fall das Ei weglassen. Schwenken aber beide. Machen wir das dann da rein. Schlagen wir erstmal ein bisschen auf. Ei und Puderzucker. Der andere Zucker war drin. Und jetzt schlagen wir das erstmal dann. Wir schlagen das ja gar nicht auf, wir rühren das mal. So. Mehl zu, bisschen kleiner stellen hier, Ariel, Meister. So, das war's auch schon. Der Rest muss leider mit der Hand gemacht werden. Heißt leider, man kann ihn auch mit der Maschine machen, so ist das dann nicht mehr. So, und jetzt kneten wir den, bis er nachher so eine einigermaßen feste Form hat. Wenn die Krümelchen sich hier alle vermengt haben mit der Butter, dann holen wir den raus und machen ihn gleich auf dem Brett weiter. So, das ist jetzt schön vermischt. Jetzt knüllen wir den nochmal so ein bisschen mit der Hand. Muss auch nicht so lange und so doll. Auf jeden Fall, der fühlt er sich schon schön an. Ich habe hier noch was an den Händen, das nehmen wir auch noch mit. So, jetzt ist er, hat eine schöne Konsistenz. Schön weich. Und jetzt wickeln wir den in Folie ein und lassen ihn eine Stunde ruhen. Das ist jetzt der Grundteig für viele, viele
Backgeschichten. Wie Tartlets, wie Tortenbuhnen, wie Kekse. Und davon sind ja nun mal die Bücher voll. Aber das ist ein gutes, einfaches Rezept. Man kann jetzt auch immer, man kann auch ein bisschen Zitronenzest ranmachen. Man kann Aroma ranmachen. Man kann Vanille ranmachen. Tonkabohne, Zimt, was immer ihr möchtet. Das bleibt euch alleine. Ihr könnt ein paar Nüsse mit ranmachen. Mandeln. Das ist jetzt das Grundrezept. Jetzt gehen wir aber noch einen kleinen Schritt weiter und teilen uns das. Nicht ganz, aber so ein Drittel ungefähr. Nehmen wir ab und dann machen wir jetzt noch einen Schoko ran. Und da haben wir einen dunklen Bohnen. Den einpacken wir uns jetzt hier ein. Und dann gehen wir nur so einen Fehl, so einen Teigschaber und so einen Schlesinger zu haben. Das ist für alles gut. Nicht nur beim Backen, auch wenn man zum Beispiel Zwiebel schneidet, um die hochzuheben. Also ist mein Lieblingsküchengerät überhaupt. So, voilà. Das wäre jetzt das Erste. Das kommt dann auch gleich im Kühlschrank. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Kakaopulver an. Das sollte natürlich nicht sein, aber gut, passiert. Das muss richtig schön durchgeknetet sein, weil er soll ja keine Marmorierung haben. Er soll ja dunkel. Möchte eine Marmorierung haben, dann lasst ihr das so. Das könnt ihr natürlich auch in der Küchenmaschine machen, auch logisch, aber für so ein bisschen wollte ich das jetzt nicht. So. Das waren jetzt ungefähr 2 Esslöffel Kakaopulver. Hat trotzdem noch eine kleine Marmorierung jetzt, aber das ist nicht so schlimm. Den packen wir uns auch ein. Aber erstmal muss ich mir die Hände waschen. Den dunklen Teig packen wir natürlich auch ein. Und dann kommt so beides für ungefähr eine Dreiviertelstunde im Kühlschrank. Halbe Stunde bis Stunde. Ich nehme immer eine Dreiviertelstunde. Aber bisschen länger ist auch nicht, nur darf nicht zu hart werden, so dass man das auch noch ausrollen kann. So, der Keksteig ist fertig und wir fangen jetzt erstmal an, ganz normale so Kekse auszustechen und zu machen. Ich könnte jetzt auch alles auf einmal zeigen, aber ich weiß ganz genau, bei den jungen Lehrlingen gar keine Chance, jedenfalls bei den meisten. Deswegen mache ich immer alle Sachen einzeln, dauern die Filme zwar länger, aber man kann das besser nachvollziehen. Und wer noch gar nicht gebacken hat, für den ist das in meinen Augen auch besser. Wer das kann, sucht sich das Beste raus. Und wer das richtig kann, dem muss ich sowieso nichts erzählen. Also, gut, jetzt mache ich mir hiervon wieder so ein kleines Stück nochmal weg. Das habe ich mir nochmal kurz im Kühlschrank gepackt. Und jetzt rolle ich mir den aus hier. Davon kommen jetzt auch nochmal welche weg. Noch ein Stück. Und da kommt eine andere Sorte. Aber das ist der gleiche Teig. Und jetzt fangen wir erstmal mit jenen hier an. So, den Teig, den räumen wir uns ganz einfach aus. Wenn ihr habt zum Beispiel so 2 bis 3 mm so Holzstöcker, den packt ihr, könnt ihr auf dem Baumarkt holen, die packt ihr euch daneben. Also im Prinzip hier und hier, um jetzt nur das mal zu sagen. Und dann könnt ihr dann so rollen, dass es dann gleichmäßig wäre. Habe ich nicht da, also muss ich jetzt so ein bisschen nach Gefühl gehen. Die sollen auch nicht ganz so dünn ausgerollt werden, aber versuchen doch ein bisschen gleichmäßig, das kann man fühlen. Und wenn die dann so ein bisschen so macht, dann bekommt ihr auch das Rechteck. So, in der Mitte ist ein bisschen dünner, das merkt man. So, das wäre jetzt einfach ganz normal ausgerollt, ganz normaler Keksteig. Jetzt stechen wir uns die einfach nur aus. Einfach so ganz normale Ausstecher. Gibt es günstige, gibt es teure. Ich habe mir die günstigen geholt, die reichen dafür. Und jetzt versuchen wir natürlich so eng wie möglich. Am besten lasst ihr die erstmal alle kurz drauf. Dann könnt ihr nämlich. Und das ist ein größerer Keks. Also mache ich den hier nach außen. Zack. Und mach meinen Stern nach innen. Nach innen. So, ich habe ja noch ein paar Dinger hier. Zack. Was haben wir noch Schönes? Eine Ente.
Die Glocke darf ja nicht fehlen. Ne? So, das wäre dann noch eine Kugel und noch eine Kugel. So, die kommen jetzt alle hier rauf. Und jetzt, oh, guck mal, hier können auch noch einer rein. Zack. So. Jetzt ziehen wir den Teig hier so schön ab. Brauchen dann nicht kurz rum darin. Das geht nämlich dann immer wunderbar. Siehst du, das Herz war schon fertig. Das ist das jetzt, wenn ihr das mit einem Ei macht. Wenn ihr das ohne Ei macht, geht es auch. Aber das geht halt ein bisschen einfacher. Ohne Ei, ganz wichtig nochmal. Also nee, mit Ei müsst ihr am gleichen Tag fertig machen. Wegen Salmonellen und so weiter, sollte man auf jeden Fall aufpassen. Und ohne Ei, dann könnt ihr den Teig auch 2-3 Tage im Kühlschrank lassen. So, ihr habt gesehen, das Grobe geht eigentlich so schon mal ab. Die sind jetzt noch relativ dünn, die Kekse, aber das ist in Ordnung so. Solange wir backt, die Dinger nicht waschen, sonst klebt euch das. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Teig hier. Den stellen wir jetzt noch mal ganz kurz kalt, dann geht das besser, hält sich auch besser. Machen uns dann ein bisschen Mehl hin und dann rollen wir den auch gleich noch mal auf. Den rollen wir dann nicht ganz so dick aus, sondern ein bisschen dünner. Teig, wie gesagt, immer wenn es geht, in den Kühlschrank stellen. Siehst du? Das Holzding richtig schön sauber machen. Nie mit Wasser in Berührung kommen lassen. Das ist nicht gut. Lieber schön mit einer Pinsel alles abmachen. So, jetzt haben wir hier noch ein paar. Noch ein bisschen Teig, machen wir das gleiche nochmal, den rolle ich jetzt nicht so dick aus. Das ist das Haus von Nikolaus, das bekommen wir nicht mehr drauf. Okay, dann machen wir das noch so. Und nochmal den Stern. Ne? Und ich kann euch nur sagen, ich habe das früher mit meinen Kindern gemacht und die fanden das einfach nur toll. Heute wollen sie nichts mehr davon wissen. Kann ich auch verstehen. Ne? Aber irgendwann machen die das auch und die haben es gemacht und dann wissen wir, wie es geht. So, jetzt habe ich den Rest hier, den könnte ich mir auch noch mal ausholen, aber das habe ich nicht vor. Ich mache jetzt mir Kügelchen, soll eine Kugel werden, Ariel, so, und voilà. Ja, jetzt nehme ich einen Holzlöffel und mache, oh Ariel, du, aber ganz ruhig. So, zack, und da kommt mir nachher ein bisschen Marmelade rein. Wieso zitter ich eigentlich? Angst. Und jetzt wird gebacken. Unter Oberhitze. 180 Grad, 5 Minuten. Soll nicht schwarz werden. Nach Möglichkeit das nochmal kalt stellen, bis der Ofen warm ist oder gleich rein. Aber am besten nochmal 10 Minuten kalt stellen. Dann besteht nicht die Gefahr, dass es auseinanderläuft. So, die ersten Weihnachtskekse sind fertig. Schnell und einfach gemacht, habt ihr gesehen. Der mit die Bräunung, ja, das liegt so ein bisschen am Ofen. Jeder Ofen ist anders. Mein Ofen hier zu Hause ist auch nicht gerade der beste, aber ich bin zufrieden damit, also da ich hauptsächlich so koche. Was ich nun wirklich verwunderlich finde, dass die Hohn hier oben gar keine Farbe haben. Weil sie sind fertig, also schon. Aber mach nichts, die werden nachher noch schön ausdekoriert. Da kommt noch ein so Guss drüber, dann kommen noch ein paar kleine schöne Sachen. Also das ist ja jetzt auch, das ist ja auch so speziell für so Kinder gemacht. Ich habe mir hier so ein bisschen süßen Schmuck geholt und dann werden wir da so ein bisschen was drauf machen. Und dann ist das fertig. Und das kann ich immer nur empfehlen. Das ist wirklich was für Kinder. Besonders wenn sie klein sind, bringt das Spaß. Meine Tochter hat das früher die ersten 3 Jahre, wo sie das nur ein bisschen konnte, mitgemacht. Heute hat sie keine Lust mehr, andere Sachen im Kopf, aber so ist das im Leben. Gut, okay. Jetzt lassen wir die schön abkühlen und dann geht's weiter. So, ich habe hier ein bisschen Puderzucker und Zitrone, das rühre ich mir jetzt hier an. Da werden dann die Kekse mit angemalt, also eine Glasur. Ihr braucht immer noch ganz wenig Zitronensaft ausdrücken, das ist nicht viel. Dass es dann so ein bisschen cremig ist und da malen wir dann gleich die Kekse mit an. So, jetzt kommen wir zum Dekorieren und da bin ich wirklich kein so Künstler drin, das überlasse ich auch jeden anderen. Aber nur das mal so ein bisschen gezeigt zu haben. Hier habe ich so ein bisschen was zum Schmücken. Könnt ihr das schon sehen, habe ich so ein bisschen was draufgepackt.
Dann habe ich euch eben gezeigt, so Zitrone und ein bisschen Puderzucker. Da pinseln wir das Ganze mit ein. Dazu nehmen wir uns hier in dem Fall nämlich den Tannenbaum. Und dann lassen wir das noch ein bisschen runterlaufen. Das war es auch schon. Geschmacklich ist es natürlich dann auch noch ein bisschen was anderes. Nehmen wir uns ein paar schöne Sachen hier. Ich will ja nur ein paar Sachen vormachen. Ah, jetzt mache ich auch noch so einen Blödsinn da. Genau das ist das. Das ist irgendwie, wo meine Geduld so ein bisschen... Meine ich, ist einfach beim Backen so, da habe ich einfach... Obwohl ich das schön finde, ne? Aber ist nicht so wirklich mein Ding. So, und jetzt habt ihr so einen Keks ausdekoriert. Und das machen wir jetzt mit den anderen auch. Wieder den Guss hier drauf. Könnt ihr auch ein paar Schokoladenplätzchen nehmen oder ich hatte eben auch noch was mit Schokolade gemacht. Was? So, dann machen wir hier. Also Motive bleiben euch überlassen, wie ihr möchtet. Ihr müsst auch nichts drauf packen. Und hier hatte ich noch was mit Schokolade gemacht. Wäre auch noch eine Variante. Aber wie gesagt, alles nicht so schön. Wenn zum Beispiel die Sachen ein bisschen zu dunkel geraten sind, wie meine Kekse hier, ne? Aber das werde ich auch nicht nochmal neu machen. Müsst ihr halt bis am Ofen aufpassen, aber das ist das. Deswegen bleibe ich auch eigentlich lieber beim Kochen. So, jetzt soll der natürlich auch noch einen kleinen Weihnachtsmann da reinbekommen. Das wären jetzt so die Beispiele, wie ihr solche Kekse noch bearbeiten könnt. Und da könnt ihr eigentlich alles drauf machen. Aber ganz einfach bunte Streusel. Habe ich auch noch hier was Buntes. Hier habe ich zum Beispiel noch ein paar Mandeln drüber gemacht. So Freunde, das sind jetzt meine Weihnachtskekse. Von der Optik her hätten bestimmt manche noch schöner sein können. Aber wichtig ist für mich ganz speziell, Aussehen auch, ganz klar. Aber halt auch ein bisschen mehr der Geschmack. Die schmecken lecker. Kinder werden mit Sicherheit ihr Spaß dran haben, wenn ihr das mit denen macht. Und der Teig ist ganz so einfach zu machen. Und dann habt ihr nur noch das Ausstechen und das Bemalen oder das Bestreuseln, wie immer ihr das nennen möchtet. Ich kann euch nur sagen, wie immer, viel Spaß bei Nachtmachen. Wünscht euch euer Ariel und eine schöne Vorweihnachtszeit. Und tschüss.